Willkommen zu einer neuen Folge Eierbrüden. Ach, 18 Eierbrüden, Folge 5. Und wie immer starten wir gleich mit ein paar Problemen. Denn gerade bin ich angekommen, die ersten 9 Eier waren fertig. Ich mache die Kamera an, ich mache das Aufnahmeprogramm an. Plötzlich geht irgendwie eine Huawei-ID-Kacke auf. Ich will das wegdrücken, das halbe Handy hängt sich auf, es geht einfach gar nichts mehr. Ich mache die Kamera wieder aus, ich versuche da rauszukommen. Pokémon ist noch da, sieht alles gut aus, keine Ahnung. Hab noch kurz in WhatsApp zurückgeschrieben, gehe wieder auf die App und die App startet natürlich neu. Sprich, alle Animationen der Eier sind auch einfach weg. Das Gute ist, ich hatte noch ein Sternstück laufen. Noch 17 Minuten geht das, wenigstens hat es also den Sternstaub für die Eier noch mit multipliziert, wenigstens etwas, aber das ist immer so. In der ersten Runde klappt es, in der zweiten Runde klappt es nicht mehr. Und jetzt werden wir natürlich trotzdem kurz mal reinschauen, welche neuen Pokémon dabei waren. Starten wir also das Ganze mit einem Mauzi, wie soll es anders sein? Mit dem zweiten Satz, also nicht so krass. Und deswegen können wir auch gleich weitermachen. Ach, ist wo... Mit einem Dickter mit 242 WP, auch nur der zweite Satz, also auch nicht der Rede wert, können leider nicht gucken, wie viel es jetzt immer gab. Danach kam wieder ein Mauzi im dritten Ei, 378, hat den besten, 2 Werte auf 15, ist okay, aber wie gesagt, wir haben ja schon das 100er. Dann ein Kontinentales, dein Tauros dabei mit 14,4, also sogar über 14, ist sehr gut natürlich. Mit dem besten Satz, Angriff, Verteidigung auf 15, das ist sehr cool, das ist glaube ich jetzt das Beste, was ich habe. Weiter geht's mit einem Sandan mit 670 WP und auch dem besten Satz, Verteidigung wirklich hoch, naja. Dann kommt wieder mal ein Mauzi, das sehen wir ja so gerne, mit dem besten Satz, KP, Angriff, 15, 378 WP und natürlich noch ein Mauzi. Ah, das sehen wir schon an den WP, dass es natürlich viel schlechter ist. Hat trotzdem den besten Satz, Verteidigung, aber nur hoch, also 13 oder 14. Dann ein weiteres Kontinentales, ein Kangama mit 13,88. Hat den besten Satz, Angriff auf 15, also auch richtig cool. Und ihr seht schon, immer über 248 Bonbons, da sich die Teile auch mal hochziehen könnte, wenn was richtig Gutes dabei ist. Als nächstes noch ein Porygon, 872. Und da haben wir letztens ja auch das 100er bekommen. Das hier hat auch den besten Satz, aber die Werte nicht so gut. Ja, und das war's. Das waren die ersten 9 Eier mit Sternstück, 2 Kontinentale dabei, beste Sätze sind dabei und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn die nächsten 9 aufgehen. Bis dann. Wir sind zurück zu den zweiten 9 Alola-Eiern auf der Suche nach Kontinentalen und diesmal ist das Sternstück sogar an. Ihr werdet es nicht glauben. Eine Folge mit 18 Mal Eiern in Sternstück integriert. Wunderbar, bisher immer vergessen. 1200 Sternstaub gibt es da auch gleich. Und wieder mal Mauzi, bester Satz. Und ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt so am Arsch. Ohne Pause, ohne Essen, ohne Trinken. Und ein Kontinentales, aber ein Pandimos. Aber mit 2400, das ist schön. Da ist er wenigstens zu was Nutze. Und bester Satz. Was will man mehr? Da kommen noch Geschenke rein, da kommen Pokémon zurück, da ist richtig Action geboten und ich schwitz und die Stirn glänzt und ein Tangela auch dabei. Und ich habe immer noch kein 100er, 2400 Staub und ich freue mich natürlich auf Gen 4, Angriff 15, weil Tangela richtig cool, obwohl man sagen muss, die Weiterentwicklung finde ich jetzt nicht mehr so cool. Hat vielleicht mehr WP, aber sieht irgendwie richtig kacke aus. Ich fand Tangela, so wie es jetzt aussah, richtig nice. Das hat mir richtig gut gefallen. Ein Kleinstein mit 2400 Staub. Aber nur dem zweiten Satz. Also gehen wir gleich weiter. Es geht auch noch ein 5er Raid auf. An der Brücke, glaube ich, war das jetzt. An der X-Raid Arena. Ein Alola Vulpix mit 1600 Staub, 14 Bonbons. Und den besten Satz, Angriff 15.
Ja, apropos X-Raid Arena, man weiß ja eh nicht, ob das was bringt, momentan an X-Raid Arenen zu raiden. Weil gibt es überhaupt noch X-Raids gerade oder setzt das aus oder gibt es einen anderen X-Raid oder gibt es jetzt den ganzen Monat gar keine? Mauzi mit 2083 Staub, zweiter Satz, also weiter. Da Mewtwo natürlich immer im X-Raid war und jetzt einen Monat lang nach Regirock erscheinen wird, sagen viele, sie brauchen gar keine Raids mehr an den X-Raid-Arenen, weil es eh keine X-Raids mehr gibt. Ob das so ist, weiß man nicht, nur weil gerade keine Einladungen rausgekommen sind. Slimer mit 1800, bester Satz. Und weiter geht's. Also ich würde natürlich vorzugsweise trotzdem, wenn ich einen Raid mache, an einer X-Raid-Arena weiterhin machen. Denn wenn dann wirklich mal Einladungen kommen dann, und es kommt vielleicht was anderes im X-Raid, dann beißt man sich in den Arsch. Sandan mit 1600, bester Satz, auch dabei. Und deswegen, wenn man nichts verpassen will, einfach weitermachen, einfach immer up to date, weil irgendwann wird es einen anderen X-Raid-Boss geben und den wollt ihr sicherlich nicht verpassen. Ein weiteres Kontinentales, wieder ein Pandimos, diesmal mit 1300 Sternenstaub, aber auch leider nur dem zweiten Satz. Und das war's natürlich. Ein passender Abschluss. 7 Minuten haben wir noch auf dem Sternstück drauf. Hier haben wir, oh, ein Kikli im Park und ein Lapras im Park. Mal sehen, vielleicht laufen wir auch noch schnell und holen uns die zwei Genossen. Laufen wir erstmal zu dem ersten. Das sieht ja gut aus. Es ist gleich hier in der Nähe, wie ihr seht. Ne? Ich sitze nämlich hier hinten ganz gemütlich. Das, oh, ein Slimer, das nehmen wir auch noch mit. Aber leider kein Shiny. So, ein Ball draufgeworfen. Ich kann nicht mehr. Es ist so warm. Seit frühs unterwegs, 10 Kilometer am Stück gelaufen. Zwischendurch einen Raid gemacht. Irgendwann sollte vielleicht doch mal Schluss sein. Und deswegen bin ich froh, dass ich dann heim kann und kann das in Ruhe schneiden. Hui, das Pokémon ist geflohen. Sind wir jetzt umsonst hierher gelaufen. Ich darf natürlich keinen Stopp drehen. Sonst kriege ich irgendwelche normalen Eier. Da ist das Nocturne. Sehr schön. 27 WP. Da können wir auch mal eine gelbe Beere nehmen und das eintüten. So, eins. 2, 3, das ist drin, wunderbar, und wir laufen noch zum Lapras, wenn das noch da ist, genau, das ist nämlich hier hinten, an dem anderen Stop, also coole Sache, ach, jetzt habe ich das Macholo vergessen, und wir melden uns gleich zurück, durch die Brennnesseln gekämpft. Wir kommen näher, aber ich glaube, das Lapras ist trotzdem jetzt schon weg. Das Nocturne saß noch, aber beim Lapras, glaube ich, keine Chance. Wir laufen trotzdem mal hin. Wir sind ja fit. Kein Stopp drehen, sonst kann ich keine Alola-Eier mehr aufnehmen. Muss ich nämlich dann auch noch machen, die Geschenke öffnen. Schauen, wie viel es werden. Und dann endet die Reise heute auch schon und morgen geht es wieder weiter mit 18 Eiern. Und vielleicht noch was Kleines für zwischendurch. Also bis jetzt kein Lapras. Im tiefsten Dschungel, da muss man aufpassen, dass man nicht verloren geht. So. Ein Lapras dabei, das war ein Schuss in den Ofen, aber dann nehmen wir das Knofenser mit. Trotzdem bis nächste Folge, peace out, vorhaut, euer Ramses. Ja.